Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Mephisto Exklusiv 4 gegen Akademie. Erstmal stelle ich den Exklusiv 4 an. Viel einzuspielen gibt es da eigentlich gar nicht. 30 Minuten für die ganze Partie. Und das war es auch schon. Beim Akademie gibt es ein bisschen mehr einzustellen, aber erstmal den Level. Level, Enter, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, Clear, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Clear, Level eingestellt, jetzt Function, Turnierbuch, mache ich mal aus, lasse ich aus. Eröffnungsbuch ein, Brett drehen, Computerton, gegnerische Bedenkzeit lasse ich, einen Zufallsgenerator aus und hier selektiv. Das ist das, was ich hauptsächlich einstellen wollte. Ich möchte mal probieren, was passiert, wenn man den, ups, das muss ich nochmal durchrotieren lassen hier. Was passiert, wenn ich den, den Akademie auf selektiv 0 spielen lasse? Also Bruce Force, geht die normal einstellen, ja, man kann hier eh nichts einstellen beim MM4. Dafür bekommt der, das ist jetzt halt kein Einfluss zu einem großen. Ich habe nämlich sehr oft schon gehabt, dass die Geräte mit Schwarz gewonnen haben. Ich habe zwei Geräte gegeneinander spielen lassen und dann hat man beide ihre Schwarzpartie gewonnen. Also so einen großen Einfluss hat das jetzt nicht, ob ich jetzt weiß oder ob ich jetzt schwarz habe. Ich gehe leider nicht beide auf ein Bild drauf. Da bräuchte ich dann ein Weitwinkelobjektiv oder sowas. Ich weiß es nicht. Oder Weitwinkelobjektivmäßige Kamera. Wenn ihr sowas übrig habt, wäre ich über eine Kanalspende dankbar. Muss natürlich die Videos mitten dann auf den PC schieben können. Von der Kamera. So. Ich gebe den MF4 einfach weiß. E4. Wenn ich Karo kann wieder, sage ich jetzt von vornherein, dann mache ich Clear, dann mache ich einen anderen Zug. C5 Sizilianisch, weil ich habe es merkwürdigerweise aber selber gespielt, Karo kann. Springer C6 Sizilianisch. Der Super-Expert C schreibt übrigens nicht die Namen der Eröffnung, der schreibt die Öffnungsschlüssel. Meinetwegen D01 und dann irgendwie so Zahlen dahinter. Ich wollte eigentlich den nächsten Mal ausprobieren, ob der die Eröffnung ändert währenddessen. Der Super-Experte habe ich bis jetzt hier. Beschleunigter Drache übrigens, by the way. Was er übrigens nicht schreibt, er schreibt jetzt nicht beschleunigter Drache. Sizilianisch. Ja, da war der Speicher auch zu knapp für der Speicher. So, Läufer C4. Ein bisschen drachenmäßig hier die ganze Sache. Auf Springer G4, das ist der Unterschied zum eigentlichen Drachen mit D6. Hätte Weiß aber nicht Läufer B5 Schach. Nein, er würde den Springer einfach schlagen. Lippo, mach weiter. So, Rochade. Ja, im Exklusivbrett hier. Das ist eh dann besser, der Übersicht wegen. So, ein Münchenbrett, ja, ich wechsle, habe ich die Module jetzt von München auf Exklusiv, um die Exklusivbretter zu nehmen. Das ist videomäßig besser. Ich hätte da den Modular nehmen können. Ich vielleicht auch noch bei dem einem Bild gehabt. So, Läufer E2. Vielleicht, weil er zu unsicher stehen würde. So, Läufer F3 wegen der Diagonalumstellung. Das sind immer so Sachen, da frage ich mich, ob die... Also ich gehe mal stark davon aus... Wenn das keine Theorie mehr gewesen wäre, dann hätte er bestimmt nicht Läufer F3, E2, F3 gezogen. Ah, deswegen kennt man ja, jetzt ist Theorie Ende hier. Heute wieder in Recklinghausen gewesen, das mache ich ja einmal im Monat. Immer wenn die neue Rochade Europa kommt, mit Bericht zur Schachweltmeisterschaft. Unter anderem erstmal gekauft. Dann habe ich... Bin ich am Bahnhof ausgestiegen, Recklinghausen? Da standen so viele Polizeiwagen. Da habe ich jemanden gefragt, was für eine Veranstaltung ist. Und meinte, Christopher Street Day. Und die sind immer dabei. Die haben sich wohl alle am Bahnhof getroffen. Da habe ich mir von Herr der Ringe die Blu-rays gekauft, die Special Editions für 29 Euro. Weil ich die schon lange haben wollte. Ich habe... Immer noch diese Pappschuber hier von den Herr der Ringe-Dingern. Da ist mir letztes Mal aufgefallen, dass das Bild, die sagen, wenn man ein wenig an Schärfe zu wünschen übrig lässt, die Bildqualität. Deswegen habe ich mir mal die Blu-rays gekauft. Ich würde mir das glatt bringen, die 5 Jahre nochmal zu kaufen. Als 4K Blu-ray.
Eigentlich könnte ich die Dubletten, was ich an Filmen habe, eigentlich auch verschenken. Jetzt Herr der Ringe zum Beispiel, ich als Dublette, ich habe Star Wars, habe ich sogar dreifach auf Videokassette, auf DVD und auf Blu-ray. Also 4, 5, 6. Episode 4, 5, 5, 6. Also ich habe einige Filme, die ich mir auf Blu-ray dann nochmal gekauft habe. Ich zögere immer so ein bisschen, diese Next Generation auf Blu-ray zu holen, aber ich habe ja alle DVD-Staffeln. Da zögere ich noch ein wenig. Ja, ist wohl alles Theorie. Weiß wird aktiv am Königsflügel mit G4. Weißt du, H4, H5, G5 da eventuell was machbar wäre. Ja, wahrscheinlich eher weniger. So, MM4 rechnet. F1, E1. Er hat ja Zeit, hier hat er 30 Minuten Zeit. Ich könnte ja mal nachgucken in der Aktivrangliste. Gut, die Zahl wird natürlich für den Akademie nicht stimmen, weil es ist ja Bruce Voss, also selektiv 0. MM5, MM4, ne Mega 4. 10 Mega, den gab es auch als 10 Mega als Version. Rebel Porteros. Da wird der MM4 wohl niedriger angesiedelt sein. Turm E1. MM5. MM4 plus HG 440. 1947, das ist ja der, den ich hier habe. MM4 plus HG 440. Und der Akademie? Ich glaube nicht, dass die sämtliche Selektiveinstellungen vorgenommen haben hier. Da wird wohl nur die optimale Einstellung da sein. Ich glaube aber nicht, dass der Akademie jetzt so wahnsinnig weit entfernt ist vom MM4. Ihr müsst hier Polga, Akademie und so weiter, die müssen alle. Die müssen alle ungefähr in derselben Region hier sein. Wie Polga mit 1970. Wie viel zur Schachakademie ist aber was anderes. Amsterdam, ach Konsch ist Amsterdam. Wie viel ist du Amsterdam 1934? Das Modul Z hätte ich auch ganz gerne. Da würde ich sogar das MM4 plus HG 440 für abgeben. Das habe ich ja doppelt. Für den Mephisto Amsterdam. Hier Mephisto Academy 1976, 1947. Ja, so 30 Punkte mehr, aber. Was soll man da sagen? Da gewinnst du zwei Partien, der andere verliert zwei Partien. Also man verliert dann Punkte, der andere gewinnt Punkte dazu, dann gleicht sich das wieder aus. Also. F6, D5. Er nimmt ihn raus. Bauer D5. Ja, der hat den Vorteil für Schwarz, schließt ja auch die Diagonale, aber was will er sonst machen? Dame schlägt D5. Hätte man vielleicht so tatsächlich drüber nachdenken können, über Dame D5 schlägt, um die Diagonale offen zu lassen. Kann aber mal gucken, wie viel der Bus forstmäßig tief kommt. 4,38 Rechentiefe. 5. Wie kommt der? 6,21. Also der MM4 sollte in der Rechentiefe ein bisschen weiterkommen. Dadurch, dass er ja der Akademie Bruce Voss-mäßig rechnet. Das experimentiere ich so ein bisschen. Vielleicht nächstes Mal einfach mal oder vielleicht direkt hinter die Partie. Das genaue Umgekehrte. Die maximale Selektiveinstellung gegen den Polga. Ich glaube von beim MM4 mache ich natürlich. Also maximale Selektiveinstellung bei Akademie. Dass ich immer auf Polga komme. C3 würde ich drüber nachdenken. Komm, Springer D3. Auf Springer D3 geht der Turm E2. Beim Polga ist, glaube ich, die beste Einstellung selektiv 5. Da hat er schon zwei Partien gegen den Super-Expert gewonnen.
Und eine Partie gegen Super-Experten, Selektiv 3, hat er verloren. Also ist Selektiv 5 wohl das Beste. Nicht ganz Maximum Selektiv, aber auch nicht ganz Bruce Force, so die goldene Mitte. Ach, das ist ja das Schöne, dass man da rum experimentieren kann beim MF4. Was willst du da machen? Beste Eingabe oder Zufall? Theorie an, Theorie aus. Dann war es das auch schon. War auch nicht sehr viel Speicher. Der hat ja auch nicht viel mehr. Ja, Turm E2. Ich glaube nicht, dass Springer F4 schlägt, dann machbar ist Läufer und dann Läufer E2. Dass man Springer Läufer gibt und Turm Bauer bekommt. Also ich kenne das so, eine Figur ist 3 wert und Turm 4 und Bauer 1. Das wäre Turm Bauer wären 4, 5 und zwei Figuren wären aber 6. Ich habe aber mal gehört, dass so leichter zu rechnen sei mit dem Turm. Also ich glaube, bei so schnellen Partien ist das ja besser mit dem Turm. Turm E2. Ich würde aber nicht das Modulset abgeben, was ich hier drin habe. Das ist nämlich super erhalten. Bei meinem Modulset sieht man ein bisschen die... man hat wohl einfach so ein Tastaturmodul genommen und hat die, wo die Tasten durchgucken, dieses Gitter, das hat man überklebt. Und das ist bei meinem, sieht man so ein bisschen dieses Gitter durchschimmern. Und das ist bei dem mir nicht der Fall. Bei dem HG440. Deswegen würde ich das behalten. Das war die Kanal vom Patreon für den Kanal, vom Kanalunterstützer. Und das andere würde ich dann tauschen gegen den Amsterdam. Wie willst du Amsterdam-Modulset? Display braucht gar nicht dabei sein. Ich gebe ja auch nur das MM4-Modul und das HG440. Wenn es denn einer macht. Oder von einem Patreon, welcher bestimmte Geräte gerne im Kanal präsentiert sehen möchte. Das dauert natürlich immer ein bisschen. Ich kann jetzt nicht hier 120 Videos mit einem Gerät machen. Aber ich mache das hier immer im Vorlauf. Das heißt, ich bin jetzt schon bis zum 22. Juni oder was. Wir haben jetzt den 3. Ich möchte das ja möglichst so machen, dass ich jeden Tag ein Video oder dass man sich bei meinem Kanal jeden Tag ein Video angucken kann. Und deswegen dieser Vorlauf. Was würde mir das bringen, wenn ich mal übertrieben formuliert heute 20 Videos veröffentliche auf einen Tag? Das wäre nicht das, was ich gerne machen würde oder was ich eher mache mit diesem jeden Tag ein Video. Ich glaube, Springer C5, Bauer D schlägt C5, dann wäre der Bauer doch, na, wir gingen doch mit C4 zu decken. Okay. Bin schon mal gespannt, was die... Da erinnert mich das gerade dran, an diese Fernpartie, die ich spielen lasse. Da habe ich heute ein Update gemacht. Mal gucken, wie lange die Partie noch geht. Ich lasse den ja immer über Nacht rechnen. Das heißt, ich komme abends von der Arbeit nach Hause, dann gucke ich nach, dann hat er mir... Wenn er mir den Zug zugeschickt hat, dann schreibe ich den auf und gebe den Zug... Ich habe das Brett immer angeschlossen für MM1. Das heißt, er hat ja Stopp und On. Ich kann nämlich Stopp also ausschalten, auf der Tastatur drauf hier Stopp, und mit On wieder einschalten. Deswegen lasse ich den quasi immer angeschlossen, mache das immer nur per Tastenstopp On. Da muss ich nicht irgendwie Züge neu eingeben. Ja, und die gebe ich abends dann den Zug ein, den er mir geschickt hat, und lasse ihn über Nacht rechnen. Und am nächsten Morgen schicke ich ihm dann den Zug. Ich habe mir das so angewöhnt, den Rechner nur morgens anzumachen. Also alles, was ich mache, so E-Mails und so weiter und so fort, das mache ich alles morgens, Video bearbeiten und so weiter. Und dann den Rest des Tages mache ich den Rechner gar nicht mehr an. Ich habe heute, gestern wieder gelesen mit dem, diesem Ticket, was sie da, dieses Deutschland-Ticket. Ich habe bisher noch nicht die Intention gehabt, durch Deutschland durchzujodeln. Ich könnte mir vorstellen, es ist ziemlich voll, die Züge. Und irgendwie habe ich da auch nicht die große Lust drauf.
Das ist mir zu stressig. Bei mir ist ja schon weit weg, wie ich nach Recklinghausen fahre. Und jetzt, warum sollte ich jetzt nach Gelsenkirchen fahren? Warum außer in deine Gelsenkirchen? Da sehe ich jetzt gar keinen Grund zu. Oder nach Dortmund. Was soll ich in Dortmund? Wie ist jetzt eigentlich die Wahnsinnsattraktion? Ich habe das doch nicht so ungern mit diesen Abbuchereien. Wenn dieses Ticket jetzt ganz normal wie ein normales Ticket zu kaufen wäre, dann würde ich das ja machen. Aber dass es nur per Abbuchen vom Konto geht, das hab ich, da habe ich keine Lust drauf. Ich dachte eher, im ersten Moment habe ich auch so ein bisschen gedacht, dass es vielleicht einfach zu handeln ist, wenn man nicht ein A-, B- und C-Ticket und was weiß ich noch alles so einzeln verkauft, sondern nur dieses Deutschland-Ticket, quasi ein Ticket für alles. Ich glaube, Stufe B wäre auch eher mit erster Klasse und sowas. Ha. Dann will ich es überlegen, ob ich es mir hole, aber ich weiß nicht. Was soll ich denn woanders? Jetzt haben wir einen Freizeitpark, wo ich meine, also Disneyland haben wir natürlich nicht vor der Tür. Jetzt haben wir so einen Park vor der Tür. Da kann der Lippo dann chillen. Da muss ich auch nicht nach Giesenbergpark fahren. Was soll ich denn essen? Oder Dortmund oder Gelsenkirchen oder was weiß ich, wo Düsseldorf, Köln. Ohne Kohle kannst du ja nichts machen. Kannst du da blöd gucken. Kannst du die Penner am Bahnhof begucken. Da ich erst recht keinen Bock drauf. Das Wichtige ist nicht, dass man gefallen ist und dass man wieder aufgestanden ist. Das ist das Wichtigste daran, immer wieder aufzustehen. Opfert er jetzt den Bauern? Was ist mit G6 schlägt? Bauer G6? Ach, der Läufer hängt. Okay. Also G6, Bauer G6, Dame G6 und dann Turm schlägt F3 und dann hat er einmal ein Schachgebot auf. Ja, Läufer H6 schlägt. Er kriegt aber nur zwei Bauern. Das ist das Problem bei der Sache. Das ist ein bisschen wenig. Vielleicht Turm F1 und dann droht das vielleicht. Und so ganz tief schlägt vielleicht F6, ich weiß nicht. Warum F6? Läufer F6, Läufer H6, also der Bauer nach F6 vor, dann Läufer schlägt und Bauer schlägt, Läufer schlägt hier, Läufer G7. Was soll das großartig bringen? Er rechnet hier gerade. Turm AD1. Letztens war ich, das war letzte Woche, war das? Habe ich im anderen Video, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Entschuldigung für die Schnieferei, ich sollte ein Nasenspray nehmen. Ich hoffe, es minimiert sich ein bisschen. Da war ich bei uns hier im Park. Da habe ich den Milano mitgehabt. Milano schon aufgebaut mit der Powerstation dran. Also diesem Ladeteil. Der Powerbank heißt das ja. Schönen Nudel, schönen Kartoffelsalat gemacht. Aber ohne Mayo, sondern auch ohne Fleischwurst. Halt Kartoffel, Gemüsegemisch allerlei, so nach dem Motto. Hab das dabei lecker gespeist. Ich habe gehört, wie einer vorbeigefahren ist und zu dem anderen gemeint hat, genau so habe ich ihn mir vorgestellt. Da fühlte ich mich etwas geschmeichelt, dass ich seinen Vorstellungen entsprochen habe. Letztens war ich auch ein bisschen stinkig. Komme ich von der Arbeit? Da sehe ich, wie so ein paar Rollstuhlfahrer da rumstehen. Die fahren aber nicht zur Seite. Habe ich auch gesagt, ist wohl festgeschweißt, das Gerät. Am Rumquallen, 2 Meter weiter, Rauchverbotsschild. Da meinte die eine zu mir auf dem Rückweg, ja, man muss ja nicht hingucken. Das ist wahrscheinlich die Meinung heutzutage hier zu verboten. Man muss ja nicht hingucken. Also ist ja eher Krebs. Das ist heutzutage wahrscheinlich die Einstellung. Ich hätte da schon, wenn ich da das sagen hätte, ich hätte da schon irgendwie was anderes gemacht. Ich hätte da gemacht, die irgendwie, kann man das so einfach machen, 10 Euro Strafe? Wenn einer da am Rauchen ist. Ganze Aschenbecher quillt über. Überall Rauchen verboten, Rauchen verboten, Rauchen verboten. Ich kann es eh nicht nur so nachvollziehen, warum man heutzutage noch am Rauchen ist. Was soll darin denn beruhigend sein oder sowas? So viel dazu, dass die Industrie bestimmt nicht möchte, dass man sich gesund ernährt oder gesund verhält. Der ist das scheißegal. Da zählt nur die Kasse, die zählt. So, die Leute sich doch jeden Tag den Wodka hinter die Birne zwirbeln da und 2 Schachteln Zigaretten rauchen.
Der Staat freut sich, die kratzen eher ab, da kostet es weniger Rente. Die Firmen freuen sich, wieder mit scheiße Geld gemacht. Ich frage mich, ob C4 denkbar gewesen wäre, C3, C4. Aber C5, C4 ist jetzt auch nicht gerade der Knaller an für Schwarz. Da kommt einfach B4 und da kommt eventuell noch A4 und dann gibt das einen Freibauern auf der Damenseite. Der ist also auch nicht so spannend. Hat sich eh ein bisschen verschoben, Schwarz hat. Sie müssen potenziellen Freibauern auf E5. Ob da was bringt? I don't know. Aber theoretisch ist es einer. Und weiß er theoretisch? Ja, ist aber schon etwas schwieriger. C5, C4 will er tatsächlich machen. Ich finde den Zug gar nicht gut. C5, C4, B3, B4 und auf Dame A3, Dame B2. Ja, G6 schlägt jetzt ja immer noch nicht. Es sind immer noch der Läufer auf F3 durch. Das ist das Problem. Wie ich letztens gesehen habe, es gibt da diesen Pudding, Schoko-Vanille, aber nicht so durchgemischt, sondern so Fleckenpudding. Da sieht das aus wie Schoko- und Vanilleflecken. Das ist einmal die Sorte Schoko-Vanille und einmal die Sorte Vanille-Schoko. Der Deckel ist aber bei beiden der gleiche. Die haben nur geguckt, dass das Muster anders aussieht, dass sich das unterscheidet. Also wie er das geschrieben hat, ist aber nur Schrott drin. Die haben quasi G6 schlägt. Nein, F5 schlägt. Ab und zu vergisst der Lippo mal, wer dran ist. Er quatscht ein bisschen rum hier. Bauer schlägt F5. Er öffnet die G-Linie. Da haben die einfach nur Vanillepudding gemacht. Natürlich auf billigste Art und Weise, ist ja ganz klar. Also nicht den geilsten von der Welt. Da haben die Vanillepudding gemacht und haben einfach diesen Vanillepudding in zwei Teile geteilt. Also ein Teil links, ein Teil rechts, so nach dem Motto. Und den anderen haben die ein bisschen, den eigentlich schokotechnisch eingefärbt. Zack, Schokopudding. Aus Vanillepudding Schokopudding gemacht. Jetzt, Leute, heute habe ich erst gelesen, also Fastfood-Werbung für Kinder soll verboten werden. Vielleicht ist es schon, ob es schon verboten ist, weiß ich nicht. Also wer dieses Fastfood, ich gebe es dazu, einmal im Jahr kann es schon mal passieren, dass ich da tatsächlich mal hingehe. Aber maximal einmal im Jahr. Aber man sollte ja wirklich nicht jede Woche essen oder das als sein festes Restaurant nehmen und dann nur da hingehen. Das wird schon seinen Grund haben, warum das alles so günstig ist. Der ist da Lipo lieber Antipasti. Und statt sowas zu essen. Ist eh ganz selten, dass ich essen gehe. Mir ist allerdings andersrum auch wieder klar. Heute, wo ich in der Stadt war, zwei Kugeln Eis mit Sahne. Da war mir schon klar, bei 1,50 Euro die Kugel. Das waren ja richtig große Teile. Dass das jetzt nicht das Premium-Eis war. Das gibt ja diese Pulvermischung. Das habe ich mal gesehen. Dann wird dieses Eis angerührt. Aber willst du machen? Da habe ich mir diese zwei Kugeln Eis gegönnt, weil es so warm war. Mit Sahne, nur waren so runde Waffeln, halt gefragt, ob man sich eine nehmen kann. Ob die extra kostet, ob man sich eine nehmen kann. Ja, ich konnte mir eine nehmen. Die haben nichts gekostet. Habe gerade gefragt. Ob die Waffeln dann, da lagen so eine Schale mit diesen roten Waffeln, dann die muss natürlich fragen, ob die was kosten. Nö, die kosten nichts. Kann ich mir eine nehmen. Da konnte ich mir eine nehmen und dann auch da drauf machen. E5, E4, das heißt eben, nur sprechen kann geholfen werden. Das ist der Spruch, den ich damals gelernt habe, wo ich in Herten gearbeitet habe. Und die Chefin da meinte immer, nur sprechen kann geholfen werden. Die anderen haben alle gar nicht gefragt. Man hätte ja nur sagen können, nö, kostet 40 Cent oder sowas. Und dann muss aber zumindest mal fragen. Das ist ja der Trick an der Sache. Ab und zu muss man öfter fragen, wo man die Schlüssel vom Spind her bekommt, zum Beispiel in der Umkleide, muss man eben 3, 4, 5 Mal fragen. Nach dem 5. Mal ist dann plötzlich ein Spind leer mit Schlüssel drin. War zwar nur einer ein Ersatzschlüssel, der Ersatzschlüssel für diesen Spind hat 7,50 Euro gekostet. Meine Lippo ist reich. Ich habe den Arbeitsschuhen habe ich auch dreimal gefragt. Und dann habe ich die auch bekommen. Mit der Arbeitskleidung, da muss ich ein paar Mal nachfragen, ob ich da mehr als 2 Sets haben könnte. Jetzt habe ich 5.
Das muss man, man muss sich verständigen. Nicht eine Fresse ziehen und begümmel mich nicht. Man muss da irgendwie, muss man auch sich artikulieren, wie man auch sagen könnte. Ich frage mich, ob der Bauer einfach hängt auf C3. Minus 1,01, G8, H8. Warum ist nicht ein Läufer, oder Dame C3 schlägt? Dame C3, Läufer C3, Läufer H6, Läufer D2, Läufer F8. Ja, und dann wird der D6 auch durchhängen. Dann müsste schon irgendwie Läufer F4 kommen und Läufer E7. Ja, bringt wahrscheinlich plus minus 0. Also nichts. Das muss er sich immer so ein bisschen vor Augen führen. Es kann ja nur, dass es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten. Und generell erst gar nicht fragen, weil man irgendwie Hemmungen hat. Das ist mir sowieso fremd. Nur keine Hemmungen. So, Taturm greift erstmal den Läufer an. Ja, er droht ja nicht geschlagen zu werden. Wahrscheinlich würde ich jetzt C3, C4 ziehen. Schließt die Bauernkette. Der Läufer ist ja gedeckt, also nicht wie Turm E4, Dame E4 wegen Dame. Ja, das ist ja eh gedeckt, A2. Also ich würde doch eher dazu tendieren, die Bauernkette zu schließen. Er macht Turm G2, droht ja auch erstmal Läufer H6. Ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Aber sehe ich immer öfter, es ist eine PlayStation 5 Konsole. Nicht so, dass ich jetzt das große Interesse hätte, mir eine zu kaufen. Aber man sieht sie schon mal. Ich warte hier wirklich so lange, das Ding muss im Stromverbrauch runtergehen. Und bei mir ist die magische Grenze 400 Euro. Dann würde ich sagen, okay, dann hole ich mir die. Aber darüber geht da nichts. 540, ruft da Blödheit für Call of Duty. Oder wie ich es nenne, ruft da Blödheit. Ich habe mal einmal ein Call of Duty gespielt. Da habe ich es für 5 Euro vom Wühltisch geholt. Ich habe das Spiel gefühlt 15 Minuten gespielt und hatte schon keinen Bock mehr. Du rennst durch diese Level durch und ballerst um dich rum. Und ich bin ja eher so ein Typ, ich möchte ja erkunden und sowas. Deswegen habe ich das 5 Minuten. Fing erst geil an in der Raumstation. Weil siehst du, man läuft da nur durch. Rumballern, die ganze Raumstation fliegt natürlich in die Luft. Die ganze geile Raumstation auch schon wieder weg. Deswegen, das alt auch nicht. Ich spiele ja momentan eher auf der Switch noch. Das neue Zelda-Spiel. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich das für den Rest des Jahres spiele. Ich spiele ja immer nur ein bisschen. Ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt, wir haben Wochenende. Ich fange nach dem Motto hier morgens um 9 an zu zocken und abends um 0 Uhr höre ich auf. Am Sonntag auch, wir haben morgens um 9 bis abends um 0 Uhr. Da bin ich auch nicht der Typ für. Ich mache so ein bisschen immer. Aber es geht ja nicht um Zelda Tears of the Kingdom. Das war eh zwar nur ein Download-Code, deshalb habe ich da schon wieder keinen Bock hatte, mir das zu holen. Holst du die Hülle und hast du den Download-Code drin. Da kann ich mir die Hülle auch schenken. Von dieser Neuauflage von, nicht Doom, sondern wie heißt das denn nochmal? Ach man, Jesus, ich habe zwar geistigen Augen, vielleicht sehe ich es ja hier, den ersten Teil. Vielleicht kriege ich da den Gedankenblitz hier. Wo ist es denn, Einen Moment, ich suche noch, ich muss jetzt loswerden. Ob ihr das wissen wollt oder nicht, hier, Call of Duty Ghost, das war das, was ich mir geholt habe. Nach 15 Minuten hat der Lippo keinen Bock mehr. Wolfenstein, das war's. Von dieser Neuauflage von Wolfenstein. Der zweite Teil. Erstmal war es nur ein Download, also ein DLC. Man muss dann ins Internet und gibt diesen Code an und dann lädt man das Spiel runter. Und im ersten Moment, ich mag meine Switch mit den Spielen, aber im ersten Moment habe ich mich gefragt, ich kenne ja das Spiel von der PlayStation 4, den ersten Teil. Das erste, was ich mich gefragt habe, ist, wie soll das eigentlich grafisch aussehen auf der Switch? Also das wirkt dann bestimmt nicht so knallermäßig geil. Das ist so, als würde man sich einen Portos 68030, den könnte man sich nicht leisten. Und dann würde es den Portos aber nochmal geben, mit der Hardware des MM4. Mit 8-Bit-Hardware und 5 MHz.
Also da könnte man ja auch nicht das gleiche erwarten wie vor dem 68.030er Porterus. Das ist eben der Hardware-Unterschied. Du hast das ja auch bei der Switch, die kann ja nicht mal so viel wie die PlayStation 4 und die ist von 2013. Aber irgendwie mag ich die trotzdem. Wahrscheinlich wegen des Stromverbrauches. Lipo ist geizig. So hat sich auch noch nicht viel getan hier. Der Weiß steht recht aktiv. Was ist denn mit Turm? Der Weiß ist ja gar nicht dran, deswegen was ist denn mit Schwarz zieht? Mit Schwarz zieht natürlich Dame F6. Was ist denn mit Turm G2? Turm F2. Ja, er will sich den Bauern decken. Ich dachte eher Turm G2. Auf Turm G7 schlägt Rot das ja dann. Da kommt Turm G8. Ich muss ehrlich sagen, wir bringen diese Schachcomputer auch mehr wie eine Spielekonsole. Also dieser Mephisto München, dieser Polgar, wenn ich den so sehe im Regal, das bringt mir um Welten mehr als PlayStation 4, PlayStation 3 oder was auch immer, was ich die im Regal gesehen habe. Das war für mich einfach immer die logische Konsequenz. Man hatte die PlayStation 2 und dann kam die PlayStation 3 raus. Ein Jahr später haben wir sich die gekauft, weil die alten Spiele nicht mal liefen. Die Grafik war besser, dann die PlayStation 4. Aber die haben sich immer abgelöst. Also wo ich die PlayStation 4 Spiele gespielt habe, ich habe mich da um die PlayStation 3 rausgekramt. Die war dann Geschichte, das war dann egal. Das ist da der Unterschied. Bei diesem Schachcomputer auch hier. Ich finde alle Schachcomputer toll, die ich habe. Bei den Konsolen war es einfach nur. Boah. Dann eben die nächste, dann eben die nächste. Ich bin auch nicht der Typ, der die Spiele. Es gibt ganz wenig Spiele, die ich öfter gespielt habe. Tomb Raider. Die Neuauflagen von 2013. Da fing das ja neu an mit der PlayStation. Die neuen Versionen von Tomb Raider. Die habe ich ein paar Mal gespielt. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider. Die habe ich so zwei, dreimal durchgespielt. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, so einen 200-Stunden-Epos nochmal zu spielen. Das habe ich nie gemacht. Oder was ich nie so nachvollziehen konnte, quasi nach Handbuch auf die Trophäen zu spielen. Das gibt ja so Erfolge bei diesen Konsolen. Das ist, als wenn man hier in meinem Schachprogramm, man würde in den Computer matt setzen und da wird ein Erfolg aufblinken, hier Computer matt gesetzt, irgendwie sowas. Also, ich habe nie die Intention gehabt, das zu vervollständigen. Ich habe es nur bei Assassin's Creed habe ich es mal gemacht. Da fehlte mir aber eine. Weil mir eine so eine verdammte Scheiß-Truhe, die war irgendwo in der ganzen Map versteckt. Ich bin wie so ein Scanner, bin ich schon die ganze Map abgelaufen nach dieser einen verdammten Truhe. Ich habe die nicht gefunden. Das hat mir zum Platin gefehlt. Das war auch das Einzige. Ja, und so ein paar einfache Dinger natürlich noch hier. Lara Croft Go habe ich platiniert. Und sowas, aber ich bin nicht dahergegangen, muss jetzt auf Biegen und Brechen auf diese Platin-Trophäe spielen. Ja, was dann? So, aber hier bei diesen Schachcomputern, das ist ja was ganz anderes. Das ist Leidenschaft, das andere war Hobby. Ja, ich spiele noch ein bisschen Videospiele auf der Switch. Und Filme gucke ich gerne. Ja, ich tue es hier auch nicht so viel. Ja, weil ich hier natürlich erheblich aktiver. Das ist natürlich der Bruce Voss-Klamotte verschuldet hier. Der Läufer auf C8. Da sollte er sich vielleicht mal umgruppieren von B7. Vielleicht Läufer C8 ziehen, die Diagonale wechseln. Vielleicht F6 spielen zum Beispiel. Dann kämen wir, ja, Turm G7 geht ja nicht. Also ich würde mit F6 die Läuferdiagonale verplomben. Ja, weiß kann er momentan eh noch nicht F6 ziehen. Aber ich will es mit Schwarz wohl trotzdem machen. Er will Springer Turm E7 ziehen. Minus 0,7. Dame D2. Ich meine gerade, wenn ich mit Geräte aufzählen sollte, die ich noch unbedingt gerne hätte. Ich habe jetzt den Mephisto ESB gesehen, aber das ist mir momentan. Ich kann es mir einfach nicht leisten. Man kann nur Geld ausgeben, was man hat. Das ist es nun mal. Ich würde jetzt auf keinen Fall irgendwie einen Kredit aufnehmen, deswegen. Warum?
Also den hätte ich mir sonst drüber nachgedacht zu holen, den Mephisto ESP. Aber wofür? Ich hatte Mephisto 2 als Mirage und Mephisto 3 als MM1. Also das wäre eigentlich auch hier weniger so praktisch. Vielleicht den Ed Schröder noch. Vielleicht den Mega 4. Mephisto Mega 4, Mephisto Rebell. Vielleicht tatsächlich das Risk-Modul zum Beispiel. Oder Mephisto Amsterdam, Mephisto Dallas. Oder Fidelity Mega, Macht 3. Oder Avogadro 2. Das wären so Geräte. Oder ein Seitekolzbrett. Leonardo, Galileo oder Renaissance. Das sind noch Geräte, die ich ganz gerne hätte für die Sammlung. Bei Conscious habe ich gelesen, sollen diese Redkontakte sehr empfindlich sein. Da muss man quasi schon Experte sein, dem Redkontakte wechseln. Warum auch immer. Vielleicht hat er mehr zu viel Spannung. Vielleicht sind es minderwertige Redkontakte, die da drin sind. Dame F6. Ja, blockiert diesen Bauern auf die Dauer. Ja, was kann man jetzt spielen? Das ist wie voll. Turm G6 ist ja total weird, aber nur mal drüber nachgedacht. Turm G6, Bauer schlägt G6, Dame schlägt H6 Schach, König G8, Turm schlägt G6 Schach. Dame schlägt G6, Dame schlägt G6 Schach. Ob das rein theoretisch machbar wäre als Idee, macht aber nicht. Dame B2. Turm G6, Turm E4 schlägt, da kommt ja einfach Turm schlägt F6. Also mir gefällt das. Vielleicht hat das rausselektiert. Was ist denn mit ihm hier? D4, F6, D2, B2. Also er hat es auch nicht auf dem Schirm. Obwohl er Bruce Force rechnet. Wenn es was wäre, dann... Also das würde mich jetzt wirklich reizen. Also Schachgebote für Schwarz sehe ich da keine. Turm... Das sollte man uns mal merken hier. Und dann vielleicht... Ach, ich will die Damen gar nicht tauschen. Und dann gleich mal Zugrücknahme machen und mal nachsehen, was die Geräte dazu meinen zu Turm G6. Also Turm G4, G6. Wenn der Bauer nimmt, dann fällt er mit Schach. Der König muss nach G8. Der Turm steht auf G6. Der Bauer schlägt, die Dame schlägt. Das irgendwie machbar gewesen wäre. Oder sogar mit Bauern schlagen. Und dann, man drückt der H7, F7 matt, wenn der Läufer geschlagen wird. Alles wieder Schnee von gestern. Vielleicht wäre das eher so ein Super Constellation-Zug gewesen. Könnt ihr mal gucken, diese Stellung, also vor Dame B2, mit dem Super Constellation mal nachzusehen, ob der Turm G6 gemacht hätte. G4, F4. Ja, die Dame hängt ja mit Schach durch. Das ist das Problem. Also Turm E4 steht, geht ja nicht, weil die Dame generell hängt. Läufer C8. Wie ich gerade schon meinte, der muss umgruppiert werden. Das wüsste ich vielleicht mal ganz andere Geräte, vielleicht so ein CXG. Aber wenn dann einer von der Spielstärke ja nicht so grottig ist und vielleicht nicht unbedingt... Ich wüsste aber nicht, dass es ein CXG gibt, der nicht von Franz Morsch ist oder von Programmierern, die nicht so starke Geräte gemacht haben. Deswegen wüsste ich es da nicht. Sonst wüsste ich gar nicht. Ich glaube, das mit dem Amiga ist wohl eingeschlafen. Mich hat jemand angeschrieben, er würde erst umziehen und dann würde er mir den Amiga mit dem der Chess Machine schicken wollen. Da habe ich aber nichts mehr von gehört. Dafür war der Amiga einfach irreparabel, deswegen nicht. Man weiß es nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man die Chess Machine irgendwie mit einem Adapter per USB an den Amiga Mini anschließt. Das ist ja im Prinzip das gleiche wie ein Amiga. Dieser kleine Amiga, der hat eben nicht richtig die gleichen Anschlüsse, aber USB-Anschlüsse hat der. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie einen Adapter machen könnte, den per USB an den Amiga anzuschließen. So nach der Motto, es ist ja die gleiche Hardware. Deswegen müsste sich rein theoretisch auch die Zusatzhardware erkennen. Das weiß ich aber nicht so genau.
Kanal sind weiterhin auf Kanalunterstützer angewiesen. Weil das sind Abonnenten, Kanalunterstützer, Kommentierer. Das sind die, die den Kanal ausmachen. Ich liefere zwar den Content, aber wenn sich keiner den Kanal ansehen würde, dann könnte ich es auch lassen. Deswegen ist es das, was zählt. Ich hoffe immer noch auf 1000 Abonnenten. Aber das wird wohl noch Zukunftsmusik sein. Aber ich überlege, ich hatte vor 2018 hatte ich nicht mal 100. Ihm fällt nichts ein. Was könnte Weiß denn machen? Was ist denn mit Schwarz? Was kann Schwarz denn überhaupt anstreben? Eine Vertrippelung? Da müsste die Dame irgendwie nach G3 kommen. Turm G4, Dame G3. Das droht dann schon Turm G8. Das droht dann nur Turm G8 Schach. Was ist dann eigentlich ganz blöd formuliert, was ist dann eigentlich, wenn Schwarz gar nichts macht auf Turm, einfach König H7? Dann Turm G7 Schach. Gut, das gibt dann das Endspiel zwei Türme gegen Dame. Ja, ich wollte nochmal Herr der Ringe gucken. Diesmal auf der Blu-ray. Das ist der am meisten gesehene Film von mir. Unter anderem Herr der Ringe. Natürlich die Extended Edition. Ich habe noch gar nicht nachgesehen, ob das ist Disc 1 und Disc 2 Extras und Film. Aber bei meiner Version ist das hier mit diesen Pappschubern. Da ist der Film auf zwei Disc. Man guckt also in den Film und irgendwann steht dann Discwechsel. Dann macht man das 2 rein und dann guckt man den Film weiter. Dass bei der Blu-ray so ist, weiß ich gar nicht. Das kann auch sein, dass ich bin ein... Das ist irgendwie komisch bei mir. Ich bin nicht der... Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob das bei euch auch so ist. Ich bin nicht so der großartige Special-Seher. Vielleicht deswegen, weil die meistens auch gar nicht auf Deutsch sind. Aber ich habe letztens einen Film gehabt, da war das auf Deutsch. Das habe ich aber auch nicht gesehen. Also die Making-of und sowas. Das ist ja meistens auf... Englisch. Ich meine, das ist wohl deswegen, weil wenn meinetwegen RTL das Making-of zu, zu James Bond macht, dann ist das Making-of auf der Disc aber trotzdem auf Englisch. Vielleicht, weil man die Rechte an der... Weil RTL für sich wohl die Synchronisation macht. Und deswegen hat der da die den Film dann rausbringt auf DVD und Blu-ray, dann nicht als Rechte an der deutschen, die Rechte an der deutschen Synchro. Vielleicht deswegen. Das eigentlich gucke ich mir niemals, eigentlich nie, wenn man so will, die Extras von Filmen an. Also ich wüsste nicht, dass ich das mal gemacht hätte. Ich bin nicht so der Fan von Texte lesen. Aber wenn ich so ehrlich bin, ja gut, ich könnte jetzt, ohne zu gucken, auf welchen Streamingdienst das kommt, könnte ich mir die Sachen jetzt ansehen hier. Ich bin ja nicht der Fan von Streaming-Diensten. Space Truckers war nicht so der Film. Ich sehe gerade hier im Regal habe ich die DVDs stehen und drüben in der Küche so ein Regal, da habe ich die Blu-Rays. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mehr habe, DVDs oder Blu-Rays. Hallo! Meine Güte, ist doch nicht wahr hier. Das kann sogar sein, dass ich mittlerweile mehr Blu-Rays habe. Das ist, welchen Film man sehr günstig sehe, dann hole ich mir den auf DVD. Aber normalerweise so neue Filme, die hole ich nur Blu-Ray. Auch neue Serien. Na gut, der Doctor Who eben, nicht Doctor Who, Star Trek Strange New Worlds, die Serie Staffel 1, eben 37 Euro gekostet statt 32. Also auf Blu-ray 37, DVD 32. Aber da würde ich mir nicht mal die DVD für holen. Also bahnbrechende Fortschritte sehe ich hier nicht. Dame F2. Ja, gerne hinter der Läufer durch. Sonst hätte ich gedacht, Dame F2, Turm H4, Dame F4, aber das, in der Zwischenzeit wird der Läufer geschlagen und dann war es das. Ha.
Stelle denn machen? G3, Turm G3. Ja, ist mir so ein Abwarten jetzt hier. Wie in der Rochade geschrieben war, der letzten Partie, die Nepomniachtchi da verloren hat mit den Kommentatoren. Allmählich nimmt Nepomniachtchis Gesicht die Form seines Hemdes an, die Farbe seines Hemdes an. Für mich war das prägendste von diesem ganzen Match war eigentlich, als dann Nepomniachtchi, die haben ja erst Turnierpartien gespielt, das war dann unentschieden. Dann haben die Schnellpartien gemacht. Drei Partien waren Remis und dann war die vierte Schnellpartie. Und das Einprägendste für mich war, als der Ding den A2 gezogen hat und der Pomniachtchi so mit den Nerven am Ende, dass er so mit der Hand, so mit der zitternden Hand die geschlagene Figuren vom Tisch runterwirft. Das war das Einprägsamste, was. Und natürlich als Ding, das die Zugwiederholung abgelehnt hat. Die haben erst gedacht, der Ding würde die Züge wiederholen. Das hat dann Nepomniachtchi wohl auch gedacht. Und dann macht der Ding einen völlig anderen Zug und dann geht die Partie weiter. Und da ist es wohl gekippt. Hat er zum zweiten Mal die Chance gehabt, Weltmeister zu werden, dann Nepomniachtchi Held von Russland zu werden oder was weiß ich. Zum zweiten Mal hat er verkackt. Nicht nur gegen Carlsen verkackt, sondern auch gegen den Weltranglisten Dritten, der hinter ihm in der Weltrangliste war. Und der hatte so viele Chancen, das Ding klar zu machen. Der Nepomniachtchi hat so viele Chancen, den Laden dicht zu machen. Ach, Läufer. Was sieht ein Läufer hin und her? Ich glaube, das wird wohl Remis werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von denen jetzt hier das Risiko eingeht hier. Dame D2. Ach ja, ich gerne. Ja, das würde ja eventuell drohen, Dame D2. Dann Turm nach H4 und dann muss nur noch der Turm weg nach G4, Turm FG4. Und dann droht auf H6 zu schlagen, aber die Dame blockiert ja den Bauern. In der Zwischenzeit kann ich ja mal gucken, was für Filme ich doch hier sehe hier. Pitch Black habe ich dann im Regal. Man in Black 2, die Mumie. Und ist ein Zupass hier, Turm F1. Einzelfilm habe ich dabei. Der wird für 1,99 Euro oder was gekostet hat. Weiß nicht, ob das damals. Das habe ich aber schon mal erlebt. Dass auf der Hülle mit Larry Hagman groß Werbung gemacht wurde für diesen. Ah, hier, Larry Hagman spielt auch mit. Also der hier von Dallas, der Bösewicht oder Bezaubernde Genie, der Darsteller. Der hat aber nur ganz sporadisch so. Ich glaube, wenn man alles zusammennimmt, so 5 Minuten vor dem ganzen Film hat er da mitgemacht. Das hatte ich auch erlebt. Da hatten die im Zuschauerraum sogar gelacht. Bei der Kinovorstellung. Bei Robin Hood mit Kevin Costner. Da war groß Werbung mit Sean Connery mit dabei. Und im Endeffekt war der Sean Connery dann. Ganz am Ende des Films war der Sean Connery der König. Der war ja im Exil und der Robin Hood hat das dann geklärt. Und dann ist der König aus dem Exil zurückgekommen. Das war dann Sean Connery, der hat das ganze Kino hat gelacht. Ich glaube, heutzutage, habe ich das nicht so häufig so klar erlebt. Das könnt ihr mal reinschreiben bei aktuellen Filmen, ob da irgendwie mit Top-Darstellern geworben wurde, die dann 5 Minuten mitgespielt haben in dem Film. So scheint tatsächlich so zu werden hier. Die Stellung hatten wir ja schon mal. So eine Art. Das ist wie für Remis. Wegen Einfallslosigkeit von Weiß. Der Akademie schätze ich im Minus, aber. Das ist eigentlich nur der Bauer, den er weniger hat. Das reine Material, aber wie willst du die Stellung gewinnen mit Weiß? Das ist so eine Position, muss ich ehrlich sagen, die überzieht man mal ganz gerne. Das sind diese Partien, die man dann doch lieber Remis gemacht hätte. Man spielt also zu hart auf Gewinn und dann verliert man das. Es droht natürlich Dame G2, aber ganz ehrlich, was droht denn? Schwarz zieht Läufer D7, Turm G8, Schach, König H7 und dann? Immer sofort König H7. Nun gut, da könnte natürlich machen jetzt hier Dame G2, Dame D3, okay, Turm G3. Ach, die Dame soll nach G2 und dann soll die Turmbatterie soll das machen. Das droht dann natürlich wirklich schon knallhart zu gewinnen. Turm G3, wenn die Dame auf G2 steht, das droht dann Turm G7 Schach,
König H8, Turm G8 Schach. Und wenn dann König G7 kommt, kommt Turm G3, G7 Schach. Dann wird das sogar matt. Also Turm G3, dann sieht er hier Dame D4, Dame D3. Ja, das ist jetzt hier auch blöd, weil... Warte mal, was ist jetzt hier? Hat sich was geändert? Dame D3. Okay. Ich würde mit der Idee spielen, Turm G1, Turm G7 Schach. Ich hätte mit der Idee gespielt, Turm G1, G3 und dann Dame G2. Und dann droht man ja, dann droht ganz gefährlich dieses Schach. Wenn er nimmt, ist er matt. Wenn er nach H8 zieht, Turm Schach. Wenn er nimmt, ist er matt. Wenn er nach H7 zieht, Turm G3, G7 Schach. Das war so die Idee, Kaiser Mattnitz zu machen. Minus 1,78, H7, H8. Ja, kann er nicht nehmen. Wo kann er, will ich nicht nehmen? Dame G7 schlägt. Wahrscheinlich kommt dann einfach F6 Schach. Bauer F6 Abzugsschach. Deswegen kann er den gar nicht nehmen. So, Dame G2. Das ist doch das, was jetzt hier droht. Also matt sagen die noch nicht an. Turm G8, Schach, König H7. Also mit dem Turm auf G3 würde natürlich Turm G3, G7 Schach drohen. Aber nach König H6 droht dann sowas bahnbrechend Gutes hier. Dame G5, die wollen immer so die Damen tauschen. Dame G5, Dame G5 schlägt, dann Turm E4 schlägt. Turm G5. Aber ich sage von vornherein G7, G5. Ich habe mich nur verlesen. Wer guckt, kann ja passieren. Minus 9,99. Oh. Scheint, kennen sich der Akademie so eine Bruce Force-Geschichte nicht erlauben. Vielleicht mit 10 MHz. Dame G6. Und damit ist User Entscheid. Die Dame wird einfach mit den Bauern geschlagen. Wir können ja ganz kurz gucken, wie irgendwelche Mats drohen würden. Ich glaube nicht, dass jetzt die große Mattansage kommt. Auch hier wundert mich wieder. Minus 9,99. Und unten drunter steht aber 2,83. Da frage ich mich immer. Why? F7, F5. Er hat einfach nur die Dame weniger. So, F7, G6, das ist dann beendet hier. Ich gucke es mir auch gar nicht bis zum Matt an. Wahrscheinlich wird es nicht mal lange dauern bis zum Matt. Turm steht G6, dann droht schon Turm H6 matt. Oder wie? Ich glaube, das dauert nicht mal lange, bis das matt wird. Das kann nicht mal lange dauern. Es gibt da schon den Läufer dann gratis, weil es wahrscheinlich sonst nicht zu verhindern gewesen wäre, das matt. Aber keine Mattansagen. Ah. Dame B2 Schach. Da kann er nicht dazwischen ziehen, dann wäre ja matt. Er muss also den Abzug reinziehen. Also König H7, da fällt G4 mit Schach. Lass uns mal Restgeschenk machen. Ihr könnt ja zu Hause nachgucken, wie das matt gewesen wäre, ob eure Geräte hier in Mats ansagen, wie viele Mats, ab wann das erste, die erste Mats-Ansage möglich gewesen ist. So. Ja, irgendwie war das schon klar, dass er auf Bruce Force schwächer spielt als der MM4. Und jetzt gucken wir mal selektiv, was ist selektiv 8 das höchste oder was? Maximum selektiv für Akademie. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.